Ja, Leute, heute geht es mal wieder um Sony Vegas und zwar, wie man in Sony Vegas diese Kurven, diese Einblenden- bzw. Ausblend-Offset-Kurven bearbeitet. Ich ziehe jetzt mal gerade ein MP3-Medium rein und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr hier oben in die Ecke geht, könnt ihr das reinziehen und dann ist hier ein. Könnt ihr den Ton halt so langsam einblenden, beziehungsweise wenn ihr es weiter habt, schneller. Dasselbe geht natürlich auch bei einem Video, also nicht nur bei Ton. Und ja, wie bearbeitet man diese Kurve? Also wenn wir hier hinten, also wenn wir dieses Zeichen wieder für einen Ausblend-Offset kommt, Rechtsklick machen, haben wir hier ein paar weitere Menüs. Da können wir die dann nochmal ändern. Damit lässt sich einfach der Ton nochmal bearbeiten, also beziehungsweise das Ganze nochmal verändern. Das sollte nur ein kleiner Quick-Tipp sein und ja, das war es jetzt auch schon wieder und ciao, bis zum nächsten Mal.